heute haben wir frei, aber es ist so langweilig. Ich überprüfe zum dritten Mal die Kleidung auf meinen Kleiderbügeln. Das gibt's doch nicht. Das liegt daran, dass wir niemanden haben. Mädels, passt das hier zu mir? Ja, das ist schön. Wisst ihr was, Mädchen? Was wäre, wenn wir mit den Basketballspielern befreundet wären? Wir sind nicht mit ihnen befreundet. Wir reden nicht mal mit ihnen. Wo liegt das Problem? Wir können doch mit ihnen befreundet sein. Ich bin sicher, dass sie nur darauf warten. Was, Diana? Hör auf zu scherzen. Wir sollen uns mit ihnen versöhnen? Wir sind Bunnies. Wir sind stolz. Lass sie den Schritt machen. Ach Mädchen, ich bin sicher, sie denken genauso. Und dann wird niemand zu uns kommen. Wenn wir nicht den ersten Schritt machen, dann wird das Wochenende scheiße werden. Wow, Nastia. Das Einzige, woran du denkst, sind Unternehmungen. Ich allerdings auch. Wenn du willst, können wir das mit ihnen nachholen. Oder zumindest ihnen anbieten, was zu unternehmen. Nun, stimmen wir zu. Toll, Mädchen. Was sollen wir ihnen sagen? Lasst uns zuerst zur Tür gehen. Denn meine Knie zittern schon. Mädchen, aber wenn die Basketballer uns einen Korb geben, was dann? Diana, das wird nie passieren. Die Basketballspieler wollen uns unbedingt. Wir werden sehen, ob sie es jetzt wollen. Leute, werdet Freiwillige. Gute Taten vollbringen. Werdet Freiwillige. Gute Taten vollbringen. Nehmt das hier. Okay. Wir kommen. Gemeinsam Leute, gute Taten vollbringen. Gemeinsam gute Taten vollbringen. Kommt her. Ich weiß gar nicht, was Freiwilligenarbeit ist. Freiwilligenarbeit ist, wenn du hilfst und gute Taten vollbringst. Verstehe. Ich bin ein böses Mädchen. Ich kann sowas nicht. Vergeblich. Du musst gute Taten vollbringen. Leute, kommt her. Hallo, Mädchen. Wir brauchen Freiwillige. Ryan. Ryan, willst du uns nicht helfen, den Wald zu säubern? Das macht Spaß. Ich bin nicht Ryan. Ich bin Ken. Ken, wirst du uns helfen? Okay. Großartig. Leute, macht mit bei uns. Kommt Hallo, her. Ratten. Oh, Moment. Oh, Moment. Wir säubern den Wald nächstes Wochenende. Was? Gross. Warum sind wir diesen Weg gegangen? Julie, entspann dich. Den Wald zu säubern ist cool. Das werden wir. Wir warten auf euch an den nächsten Wochenenden. Wird es was zu essen geben? Entspann dich. Wir nehmen einfach Essen mit. Gut, Ratten, wir machen mit. Wir warten euch. Footballer, wollt ihr nicht herkommen und einen Flyer nehmen? Ihr steht schon seit einer halben Stunde da. Wie? Wollt ihr nicht den Wald mit uns säubern? Oh, Ratten, ich weiß nicht, was ein Freiwilliger ist. Tschüss, ich werde eine Runde drehen. Leila, ich bin schockiert. Dieses verrückte Mädchen hat echt Nerven. Ja, sie fährt im Auto mit und wir winken mit Flyern rum. Nein, Leila, wir tun gute Taten. Leute, wir brauchen Freiwillige. Kommt her. Gemeinsam den Wald säubern. Wow, Ken? Wo gehst du denn hin? Ich habe ein Geschäftstreffen. Oh, wow, Ken hat ein Geschäftstreffen? Hallo. Was machen die Ratten? Sie bitten darum, gute Taten zu tun. Wald am Wochenende zu säubern. Ich verstehe. Wartet, wo wollt ihr hin? Wohin geht ihr? Gemeinsam den Wald säubern. Schließt euch uns an. Wartet, na los. Wir warten auf euch. Was? Am Samstag? Ich habe einen Nageltermin. Und ich einen Friseurtermin. Also gut, wir müssen los und den Wald säubern. Den Wald zu säubern ist eine gute Tat. Gemeinsam Wälder reinigen. Jungs, schaut mal, was ich gefunden habe. Eine von den Bunnies hat ihr Tagebuch vergessen. Wollen wir es vielleicht lesen? Was kann da wohl Interessantes drinstehen? Oh, wir sind so verzweifelt. Die Basketballer sind so böse. Warum benehmt ihr euch so? Wir sind wirklich ein bisschen böse zu den Mädchen. Ja, so wie sie zu uns. Smile, du hattest recht. Hier steht, dass die Basketballspieler total unhöflich sind. Jungs, euer Tee, vergesst nicht, Trinkgeld dazulassen. Danke. Ja, machen wir, machen wir. Also, was steht da noch? Oh, hier steht auch, dass die Basketballspieler Crush sind. Aber nur, wenn sie etwas höflicher wären. Oh. Jungs, lasst uns ab jetzt super höflich sein, okay? Jungs, hier steht noch viel mehr Interessantes. Soll ich weiterlesen? Ja, nee, wir müssen ja nicht alle Geheimnisse der Bunnies kennen. Ja, das wäre, glaube ich, nicht so gut, oder? Ja, stimmt. Ich verstehe euch. Ist das in Ordnung, dass wir auch hier sitzen? Wir haben zuerst bestellt. Und er bedient diese Basketballspieler. Basketballspieler, ist das in Ordnung, dass wir auch hier sitzen? Wir haben zuerst bestellt. Ah, es knickt einfach unter ihnen ein. Tja, die Basketballer geben ihm Trinkgeld. Frösche, was ist das hier für ein Aufstand? Hier ist doch euer Milchkaffee. Eis, wusstest du nicht, dass man zuerst die Mädchen bedient? Hast du keine Ausbildung? Sei ein Gentleman, Eis. Mädels, wenn ihr euch so aufspielt, bediene ich euch gar nicht mehr. Das ist kein Café, sondern das Landhaus. Und heute habe ich eigentlich frei, genauso wie ihr. Mädels, Eis hat recht. Eis arbeitet in der Küche des Landhauses. Er muss uns Essen und Trinken geben. Stella, wenn du so super bist, dann geh doch zu Eis und hilf ihm in der Küche. Na? Ja, unterstütz ihn, Freundin. Warum ich? Mädchen, die Basketballer sitzen schon. Ja, sie sind ziemlich beschäftigt. Vor allem Timur. Und auch die Frösche sind hinter uns. Und was ist jetzt, Mädchen? Haben wir Angst vor den Fröschen und gehen nicht mehr? Auf geht's, Mädels. Also gut, los geht's. Selbstbewusstsein. Jungs, da kommt jemand zu uns. Hallo, Jungs. Trinkt ihr Milch, Kaffee? Tee. Ups, sie sind negativ eingestellt.
Warte, Knöpper. Das liegt daran, dass wir sie noch nicht gefragt haben. Hört zu, Basketballer. Euch ist wahrscheinlich langweilig. Wochenenden sind langweilig. Vielleicht habt ihr ja Lust, mit uns einkaufen zu gehen. In unserem rosa Fellauto. Na, was denkt ihr? Ha? Jungs, gehen wir? Nein. Mädchen, warum denkt ihr, dass wir uns langweilen? Wir haben doch Spaß, oder Jungs? Haben wir Spaß? Ja, ja Spaß! Ja. Mädchen, ihr habt es gehört. Sie haben Spaß. Die lügen. Gut, ich weiß, wir sind getrennt. Mädels, ich komme mir blöd vor. Kommt. Also los geht's. Also gut, Jungs. Wenn ihr Spaß habt, dann unterbrechen wir euch nicht. Tschüss. Smile, bist du dumm? Wir hätten irgendwo mit den Mädchen hingehen können, Mann. Das machen wir aber nicht. Smile, die haben den ersten Schritt zu uns gemacht. Warum haben wir abgelehnt? Macht euch nicht kleiner, als ihr seid. Das wollen sie doch. Ja, genau. Basketballspieler, wir sind so cool. Uns ist langweilig. Jungs, wenn euch langweilig ist, dann nehmt einen Ball in die Hand und geht zum Training. Okay. Habt ihr das gesehen? Die Basketballer haben die Bunnies observiert. Habt ihr ihre Gesichter gesehen? Etwas so. Also gut, es ist definitiv Schluss zwischen den Bunnies und den Basketballern. Und was? Was haben wir davon? Bist du blöd? Die Bunnies sind keine Bunnies ohne die Basketballer. Ja, nur eine schlechte Kopie. Also Mädels, wir brauchen sofort Freunde. Und dann werden wir die coolsten Cheerleader-It-Girls. Leute, wir müssen das tun. Ja, es geht nur darum, Freunde zu finden. Senja, wir wollen doch nicht stehen bleiben, sondern suchen. Sie warten bestimmt irgendwo auf uns. Interessant, wo denn? An der Bushaltestelle. Mädchen, ich bin schockiert. Wir wurden von den Basketballern observiert und so unhöflich waren sie. Ja, dieses Wochenende wird sehr langweilig sein. Ehrlich gesagt, habe ich das von den Jungs nicht erwartet. Ich muss das ins Tagebuch schreiben. Ich wurde von einem Basketballer observiert. Wir. Mädels, ihr wisst doch, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Was ist, wenn etwas Schlimmes passiert? Was, wenn wir in Schwierigkeiten geraten würden? Alexa, heitere uns nicht auf. Hallo, privates Tagebuch. Heute wurden wir von den Basketballern observiert. Was sollen wir jetzt machen? Was machen wir jetzt? Eine große vegane Pizza essen. Pizza wird uns nicht helfen. Vielleicht drehen wir die Musik auf. Nur für uns. Mit lauter Musik. Ja, und vier dumme Mädchen werden tanzen. Nein, Alexa. Das ist langweilig. Dann lasst uns gehen und unsere Klamotten im Schrank waschen. Wow, super tolles Wochenende. Echt Peace. Ich verstehe das nicht. Was ist denn los? Seid ihr es nicht leid, so zu leben? Ciana, wir wollten doch spazieren gehen. Wann ziehst du dich um? Ich verstehe das nicht. Hat sich hier was verändert? Ist Ciana jetzt die Anführerin? Kann sie gerne sein. Gefällt mir. Kostja, ich verstehe das nicht. Willst du so leben? Die ganze Zeit Brokkoli essen und auf Salinas Nörgeleien hören? Ciana, die Zeit drängt. Die Zombie-Cafés schließen bald. Warte, Sieb. Du kannst jetzt nicht reden. Lass uns etwas Cooles erschaffen. Wir werden cool und beliebt werden. Na, was denkt ihr? Warum muss sie immer auf solche Ideen kommen? Sieb, du hast Glück mit so einem Mädchen. Ja, Ciana, das machen wir. Ich will cool und beliebt sein. Okay, wenigstens einer unterstützt mich. Kostja? Sup? Wollt ihr nichts an eurem Leben ändern? Nein, mir geht's gut. Ich muss nicht beliebt sein. Ciana, ich bin bereit, alles zu tun, was du sagst. Ich bin bereit. Toll, ich habe zwei Personen auf meiner Seite. Siepok, was sagst du? Hey, nenn mich nicht Siepok. Ich bin bereit dafür, auf jeden Fall. Toll, also lasst uns unseren YouTube-Kanal erstellen. Lasst uns Lady Diana in einen Schatten stellen. Hä, was? Vielleicht machen wir das nicht? Ciana, ist das ein Witz? Sie hat voll viele Abonnenten. Ciana, keiner ist wirklich an Zombies interessiert. Ja, ja, ich wusste, dass ihr langweilig seid. Wetten, dass ein Video, das wir aufnehmen, bei Millionen von Zuschauern explodieren wird? Ja, Ciana, das Video wird definitiv explodieren. Hä, was? Was? Wir werden berühmt. Also, Leute, ich habe das, worauf alle scharf sind. Also, zeigen wir es Lady Diana. Legen wir los. Also, wer von euch möchte mitmachen in dem Video? Ich. Das wird nicht klappen. Ihr werdet euch nur schämen und es vermasseln. Abby, lass uns ins Restaurant, in einen Aquapark oder ins Kino gehen. Du siehst nur Arbeit, Arbeit und Arbeit. Mike, verstehst du, dass ich nächste Woche den Wald mit den Schülern reinigen werde? Was ist, wenn die Schüler nicht zustimmen? Mike, natürlich werden sie das. Wo habe ich die Mädchen hingeschickt? Jano und Leila verteilen die Flugblätter. Trainerin Abby, Lehrer Mike, das war's. Fertig. Nur ein paar Leute haben die Flugblätter mitgenommen. Sie haben keine Lust, den Wald zu reinigen. Wissen Sie, Sie müssen andere Maßnahmen bei den Schülern ergreifen und ihnen erklären, dass es notwendig ist, den Wald zu säubern und gute Taten zu vollbringen. Abby, du wirst also nicht den Wald säubern, wie es aussieht? Mike, das werde ich und du wirst es auch. Mädels, wer hat die Flyer nicht mitgenommen? Die Footballerin und Footballer Dima. Sie sind einfach vorbeigefahren. Mädels, wer hat die Flyer nicht mitgenommen? Nennt mir deren Namen. Coach Abby, wir haben sie nicht gesehen. Wir haben keine Lust, die Leute darauf aufmerksam zu machen, den Wald zu säubern. Ich habe euch gehört, Mädchen. Mike? Ja, Abby? Geh und verteile die Flyer für uns. Aber Abby! Geh und verteile sie. Sie werden von dir welche nehmen.
Viel Glück, Lehrer Mike. Die Hauptsache ist, dass sie laut schreien können. Gemeinsam den Wald säubern. Danke, Mädels. Ich werde richtig laut schreien. Mädchen, die nächste Aufgabe für euch. Welche Aufgabe, Coach Abby? Schaut in den Zimmern der anderen nach. Wer ein Chaos hat, nennt mir deren Namen. Nun, Jana, es war unser Wunsch, Trainerin Abby und Lehrer Mike zu helfen. Lass uns gehen, Layla. Also, Leute, um ein cooles Video zu drehen, müssen wir uns verkleiden. Ich werde meine Jacke niemals ablegen. Weißt du, was das für eine Marke ist? Entspann dich, Marken sind unwichtig. Die Mode ändert sich. Ich bin bereit, mich zu verkleiden, Kostja. Ich bin ein Footballer, ich werde mein Trikot nicht ausziehen. Jungs, wir fangen bei mir an. Helft mir, ein cooles Outfit zu finden. Ja! Also Leute, wie findet ihr dieses Outfit für den Dreh? Tiana, in diesem Look bist du eine Rebellin. Jungs, das ist nicht der letzte Look. Warum sitzt ihr? Wählt einen Look für euch selbst. Ihr Glücklichen, ich habe das Gefühl, dass ihr stylisch sein werdet. Wir werden berühmt sein, Kostja. Und du wirst auf deine Salina hören. Ich bin ein Crush in jedem Outfit. Ich werde in dieser Bomberjacke bleiben. Nein, ich mag das. Ich bin so atemberaubend. Ich mag aber keine Jeans. Was? Du bist doch cool. Ah, du bist ein Zombie. Das passt irgendwie nicht so zu dir. Also Jungs, was haltet ihr von diesem Look, hä? Sehe ich jetzt nicht mehr wie eine Rebellin aus? Wow! Seid neidisch, Jungs! Das ist meine Freundin! Das ist meine Freundin! Ja, Jungs, ihr seht aber auch cool aus. Noch ein paar Looks und wir nehmen das Video auf. Kostja, du bist unser Redakteur. Okay? Überleg dir was. Okay, ich werde das Video auf meinem Computer bearbeiten. Was ist los, Leute? Super! Toll, der letzte Look und wir fangen an zu drehen. Kostja, bist du bereit? Na? Ich bin immer bereit. Toll! Wartet. Ich stehe total auf diesen Look. Welche Lock meinst du? Bist du doof? Er meint Look. Also Leute, welcher Look ist besser? Welchen soll ich jetzt wählen? Den Rebellen-Look. Ich wusste es. Einfach das Gegenteil machen, was die Jungs sagen. Kostja? Ich bin bereit. Also, seid ihr bereit? Ja! 1, 2, 3, los geht's! Hallo Leute, ihr seid auf dem Kanal von Siana Rebellen. Das sind meine Freunde hier. Ja! Ich bin übrigens ihr Freund. Wir werden coole Videos machen. Horror. Leute, kommt schon, cool, kommt schon weiter. Ich bin Kostja, hinter der Kamera. Hier sind meine zwei Finger. Kostja. Also Leute, seid ihr nicht müde von Lady Dianas Nörgelserie über die Liebe? Abonniert unseren Kanal Siana Rebellen. Wir werden viel coolere Videos für euch drehen. Ja, das machen wir, Diana. Wir werden dich besiegen. Mein Baby wird es allen zeigen. Abonniert diesen Kanal und verpasst kein Video, okay? Hier wird's heiß hergehen. Ja, das wird es. Fertig. Ja! Also, wie waren wir? Ha? Wir haben halt nur gesagt, dass sie den Kanal abonnieren sollen, aber noch keine Videos gedreht. Macht nix, Kostja. Wir machen das morgen. Siana Rebellen wird das Drehbuch schreiben. Also, wollen wir jetzt ins Café gehen? Ja. Also gut, Kostja, schneide unser Video auf deinem Computer und wir gehen ins Café. Bis später. Das wird eine Bombe. Sakatsup, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie cool das sein wird. Hey, Boy, Bastoy. Hör auf, dich an mich zu schmiegen. Tut mir leid, ich habe nur gesungen, okay? Also gut, Mädels, der Schrank ist okay. Und jetzt? Diese Basketballer gehören in den Wind geschossen. Lass uns einen Spaziergang machen. Mädchen, das hier solltet ihr euch anschauen. Was? Die Basketballer streamen live oder was? So spät, um uns zu ärgern. Nein, Diana, Siebs Freundin hat ihren eigenen YouTube-Kanal. Er heißt Siana Rebellen. Was? Hier, schaut. Hallo Leute, ihr seid auf dem Kanal von Siana Rebellen. Das sind meine Freunde hier. Ja, ich bin übrigens ihr Freund. Wir werden coole Videos machen. Horror. Wow, sie ist jetzt eine Bloggerin. Rebell? Erinnert euch das nicht an etwas? Also Leute, seid ihr nicht müde von Lady Dianas Nörgelserie über die Liebe? Abonniert unseren Kanal Siana Rebellen. Ich bin schockiert, wir Mädels. Viel coolere das ist Videos alles. Für euch drehen. Ich weiß, was wir jetzt tun werden. Wir gehen zu diesem Haus, dem Zombiehaus, und nehmen alles auseinander. Ich habe eine Nörgelserie, okay? Na und? Ist halt so. Diana, es scheint, als hätte sie beschlossen, du zu werden. Sie hat das gleiche Aussehen und den gleichen Namen. Sie sagte auch, dass Diana eine nervige Serie hat und sie alles besser machen würde. Diana,
Ja, das können wir nicht zulassen. Alexa, Maskottchen, seid ihr dabei? Aber ich muss erstmal mein Kostüm. Na gut, bleib hier. Mädchen, viel Glück! Ihr schafft das auf jeden Fall! Also gut, Mädels. Ich bin echt wütend. Wir werden es Tiana zeigen. Ich weiß nicht, was ich mit ihr mache. Eigentlich ist sie dein Klon. Nein, Alexa, sie ist nicht mein Klon. Sie hat nur eine gewisse Ähnlichkeit, mehr nicht. Sie versucht, wie Diana zu sein und berühmt zu werden. Hallo. Wohin geht ihr? Dort, zu Diana. Könnt ihr aber nicht. Dort lebt ein Star. Was? Sackert, ich bin's, Knopper. Welchen Star bewacht ihr? Da hinten ist der Star. Warum starrt ihr uns so an? Hör zu, Siana. Wenn du noch einmal etwas über meine Videos sagst, dann werde ich echt ungemütlich. Sprecht uns bitte nicht an, okay? Wir sind jetzt Stars. Habt ihr das gehört? Das sind Stars. Ihr seid auf ihrer Seite? Ja, weil ich auch beliebt sein möchte. Alles klar, Jungs. Das werde ich mir merken. Viel Glück. Aber ich werde nicht zulassen, dass jemand meine Videos beleidigt. Kapiert? Ich bin schockiert, Knopper. Siehst du? Dein Sackert. Leute, schreibt in die Kommentare, wer die besseren Videos hat. Ich? Oder diese Siana. Like das Video, abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen coolen Episoden. Bis bald. Tschüss an alle. Bye-bye.